Bin ich wieder. Na, wie geht's euch? Alles gut? Ich hoffe doch sehr. Ich möchte mich heute mal wieder als erstes bedanken bei euch. Bedanken für die tollen Kommentare, die ich jeden Tag lesen darf. Bedanken für die 46 Abonnenten. Ich hoffe, es werden bald 50. Und bedanken, dass ihr, ja, einfach da seid und der ein oder andere mein Video schaut, guckt, was ich so mache. Und vielleicht auch heute guckt, was ich so vorhabe. Und zwar möchte ich mir heute mal wieder eine Maske schminken. Nein, keine Katzenmaske, sondern heute möchte ich ja mein Favorite, wie sagt man, weiß ich jetzt gerade nicht. Also ich liebe Zombies, um es kurz zu machen. Zombie-Filme von bis und alles, was damit zu tun hat, bin ich so ein kleiner Fan von. Und deswegen möchte ich mich heute mal zum Zombie machen. Ja, auch das habe ich vorher nicht geprobt. Also es ist wirklich das erste Mal, dass ich jetzt versuche, mir ein Zombie-Gesicht zu schminken. Blass genug und Augenringe habe ich schon. Können wir eigentlich aufhören, oder? Ja, und das Wichtige mit Make-up-Produkten. Also nichts mit Theaterschminke oder aus dem Halloween-Bedarf, Faschingsbedarf, was es alles so gibt. Nein, ich versuche es mit normalem Make-up. Ja, habe mir hier so ein bisschen was zurechtgelegt, ein bisschen was notiert, woran ich vielleicht denken sollte, weil ich Schiss habe, dass ich es vergesse. Aber wie das so oft ist, man macht es und dann werde ich sehen, ob gut oder nicht gut. Na? Ja, fangen wir doch einfach mal an. Ich werde mir als erstes eine Foundation auftragen, in der Hoffnung, noch heller zu werden, wobei ich das wahrscheinlich irgendwie fast gar nicht bräuchte, habe ich das Gefühl, weil ich ja sehr blass bin. Also entweder ich mache mich jetzt dunkler, aber ich möchte halt doch so ein bisschen dieses Rote versuchen abzudecken. Deswegen, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich habe mein Make-up-Schwämmchen vergessen, aber ich nehme dann jetzt einfach diesen Pinsel und versuche jetzt erstmal das alles ein bisschen noch heller zu kriegen, als ich eigentlich schon bin. Um das Rote und die ein oder andere Unebenheit oder auch einen Pickel, den ich gerade habe, abzudecken. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt, ne? Das Schöne ist, Zombies sehen ja nicht gut aus. Also muss ich mir auch diesmal wieder keine Mühe geben. Nein, so ist das nicht. Ich gebe mir natürlich trotzdem immer Mühe. Und vielleicht ist es auch gar nicht so einfach, sich hässlich zu machen. Ich bin gespannt. Und wenn es gut wird und wir mal wieder zum Fasching dürfen, Halloween oder dergleichen, dann werde ich das wiederholen. Gut, dann werde ich mir sicherlich ein bisschen Kunstblut und irgendwie sowas noch besorgen, damit es noch ein bisschen heftiger rüberkommt. Ich habe hier unten wieder mein Spiegel, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, wo ich immer hingucke, aber nur Kamera geht dann auch nicht. Wobei es nicht so einfach ist. Spiegel und Kamera, komischerweise, da sind Welten zwischen. So, aber ich glaube, jetzt habe ich das einigermaßen gleich hell, gleich krank. Ein bisschen Rest habe ich noch. Das kommt dann noch mal an den Hals. Ja, ein bisschen heller bin ich als vorher, glaube ich. Und die Rötungen sind zumindest ein bisschen verschwunden. Das ist ja schon mal ganz gut, ne? So, schön auch über die Lippen. So, jetzt werde ich mit dem Concealer
Habe ich dafür einen Pinsel? Nein, ich habe, glaube ich, doch hier. Da ist mein Pinsel. Werde ich die Lippen, die Augenbrauen mal versuchen, ein bisschen wegzukriegen. Das sieht schon mal gut aus. So. Ja, es gibt ja von bis, ne? Es gibt Masken, es gibt alles Mögliche, habe ich gesehen, zum Aufkleben, damit man noch so 3D-Effekte bekommt. Concealer macht noch heller. Ich schmiere mir den jetzt mal in der Tat noch mal ein bisschen auf die Stirn. So ein bisschen sind die Augenbrauen blass. Das wollte ich damit erreichen. Die Lippen sind auch schön blass. Und dann mache ich mir die Wangen noch mal. Ich glaube, mit dem Finger kann ich besser arbeiten. Ja, also man kann sich wirklich zum derbsten Zombie machen. Manchmal sehen die Sachen so heftig aus. Ich werde hier auch noch mal ein bisschen rübergeben wegen dem Roten, dass man wirklich Schiss hat, Schiss kriegt. Versuche jetzt mal auch ein bisschen mehr zu euch in die Kamera zu gucken beim Schminken, weil das da, wie gesagt, ein bisschen anders noch aussieht wie hier in meinem Spiegel. Aber der Concealer macht schön blass auf jeden Fall. So, so glaube ich, kann ich das lassen. Natürlich kann man sich jetzt noch was auf die Augenbrauen packen, aber soll ja für den Hausgebrauch sein, das Ganze. So, jetzt nehme ich einen Lidschatten und zwar ja was schön bräunliches natürlich. Erstmal auf die. Ah nee, Moment. Ich will mich, sehe ich nämlich gerade hier liegen, noch ein bisschen abpudern, damit das Ganze noch ein bisschen länger hält und gesetteter wird. Mache ich mit so einem Schwämmchen. Jetzt mal hier ein bisschen mehr Produkt aufnehmen. Ich weiß ja auch nicht, dieses Halloween-Gedöns, ne? Das ist ja nun in Amerika ganz groß. Wird das da gefeiert? Irgendwann ist es dann zu uns rüber geschwappt. Seid ihr ein Halloween-Feierer hier in Deutschland? Also ich habe mich da bis jetzt immer noch nicht so angeschlossen, aber wer weiß, vielleicht wird das ja jetzt mehr, wenn ich endlich mal eine coole Maske oder so krieg, die ich mir vor allen Dingen selber gemacht habe, ne? Das ist ja auch immer so das Schöne, wenn man Dinge selber macht. Das finde ich immer ganz toll. Da kommt es dann auch nicht so auf irgendwie was Hundertprozentiges an, finde ich, weil es ist ja schließlich selbst gemacht. So. Ja, ich glaube, das langt.
Lass genug. Jetzt kommt aber der bräunliche Lidschatten wird erstmal schön ums Auge rum aufgetragen. Jetzt sehe ich aus wie Fester. Wenn es schwarz wäre, wäre es noch ähnlicher, ne? Dann wollen wir mal gucken, wie wir nachher aussehen. Wie ein Zombie oder wie ein Fester. Es kann alles passieren mal wieder. Vielleicht war das auch zu braun, ich weiß es noch nicht. Zu dunkel. Bisschen hoch hier noch. So. So, dann möchte ich noch ein bisschen mit dem Braun meine Nasenfalte betonen und die hier Mund, Naso, labial oder wie die heißt, Falte. Und mach mal hier noch so ein bisschen. Dann nehme ich noch mal ein bisschen die Zornesfalte. Da habe ich ja auch so eine ganz schöne. Hier auch noch mal ein bisschen dunkler machen das Ganze. Gucken. Ja, schon ganz schön dunkel, ne? Hätte ich ein helleres Braun nehmen sollen? Ich weiß es nicht. Hier unten ist es auch noch so schön eingefallen. Vielleicht auch nicht so verkehrt. Oh, wenn man dann noch so guckt, ne? Ich glaube, das kommt ganz gut. Ja, ich glaube, ich könnte aber mit dem Braun, oder ich mache ja nachher noch mal, wollte ich ein bisschen lila vielleicht drüber machen. Ja, ich glaube, so lasse ich das erstmal mit dem. Die Wangenknochen können wir vielleicht noch ein bisschen. Damit man ein bisschen kaputter noch aussieht. Ne? Oh, ich merke schon, Leute, ich kriege voll so einen grimmigen Blick. Nur durch dieses Betonen von dieser Zornesfalte sieht es so aus, als würde ich so gucken. Seht ihr das? Heftig. Das ist ja krass. Oh ja, das kommt auch gut, weil es so schön abgemagert aussieht. Echt, ich gucke gar nicht so, ne? Wollte ich nur mal sagen. Wenn ich lächle, sieht es ein bisschen besser aus, aber auch nicht wirklich, ne? Krass, was das ausmacht. Ey, das ist heftig. Ich verschrubbel das hier nochmal ein bisschen, damit das nicht so hart ist, diese Kante. Da geht sogar gleich das Licht aus, habe ich das Gefühl. Mein Handy will nicht. Mein Handy sagt sich, oh Gott, mach das weg. Hier nochmal ein bisschen, das kommt ganz gut. Ja, also bis jetzt ist es echt nur ein so ein Braunton. Oh, wie das aussieht, als würde ich wirklich, ich kann mich gar nicht, krieg mich gar nicht ein, ne? Als würde ich wirklich so grimmig gucken. Mache ich aber nicht. Das kommt ja richtig gut rüber. So, dann haben wir hier nochmal schön so ein bisschen, dass ich so ein bisschen abgemagert aussehe, ne?
Ich wäre ja mehr so ein dicker Zombie. Also wenn jetzt wirklich mal sowas passieren würde, dann wäre ich ja mehr so ein, nicht so ein abgemagerter, sondern so ein dicker Zombie. Ne, wer es nicht weiß, man stirbt ja dann so, wie man gerade ist und kommt dann auch so wieder, wie man gerade war. Aber ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht weiß, was ein Zombie ist. So. Womit mache ich weiter? Ich möchte mir so ein paar Äderchen. Oder mache ich erst das Violette? Ich hau noch mal ein bisschen Violett drüber. Da hatte ich mir das ausgesucht. Ich will versuchen, das so ein bisschen hinzukriegen, wie als hätte ich irgendwie einen auf die Nase gekriegt. Also nicht auf die Nase, aufs Auge, also so blutergussmäßig. Deswegen mache ich jetzt noch mal ein bisschen Violett drüber, über das Braune. Mal gucken. Ja. Ja, ich wäre dann so ein dicker Zombie, würde hier meine Runden drehen und mir natürlich auch etwas beleibtere Menschen raussuchen, weil da ist ja am meisten dran. Na, ich will ja dann auch was haben davon. Kann ein bisschen mehr nehmen, glaube ich, aber da ist wieder ein bisschen mehr Lila. Aha. Ich habe erst überlegt, ob ich mir noch Kontaktlinsen besorgen soll, aber habe ich gedacht, nee, die hat man ja auch nicht immer so rumliegen, unbedingt, ne? So. Hier natürlich auch ein bisschen mit dem Lila, damit das nicht so bräunlich ist. Da auch noch mal. Ist alles Lidschatten, ne? Will ich noch mal sagen. Zwei Lidschatten bis jetzt. Also dürfen wir natürlich nicht vergessen, ne? Noch mal ein bisschen nehmen. Ich nehme mal, nee, ich bleib mal bei dem Verblenderpinsel. Ich glaube, das ist ein bisschen besser, ja, als wenn man diesen festen so nimmt. Ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt hier heute mit dem Licht nicht. Als wenn das immer heller und dunkler wird. So. So, jetzt will ich mal gucken, ob ich mir so ein paar Äderchen aufmalen kann. Mit einem Lip Liner. Gucken, ob das funktioniert. Überall so ein bisschen. Ja. Hier vielleicht noch. Kann man ruhig ein bisschen doller, sehe ich gerade, ne? Ihr seht das nicht so richtig. So, und hier. Vielleicht noch ein bisschen den Hals entlang. Kommt natürlich auch dann darauf an, was man nachher anhat, ne? Ah ja, ich sehe, ich kann wirklich ein bisschen doller aufdrücken.
Aber ich wollte ja erstmal vorsichtig sein, nicht, dass das total scheiße aussieht. Ne? Dann habe ich den Salat hier. Ist schon mal einer von euch als Zombie gegangen? Geht ihr überhaupt zum Fasching? Oder an Halloween-Partys und so weiter? Ich glaube, das langt. Ja, das lasse ich mal so. Würde mich mal interessieren, ne? Wie ihr wisst, gerne, gerne, gerne in die Kommentare. So. Ach, am Hals wollte ich noch ein bisschen, ne? So. Ich weiß nicht, ich mache das jetzt, weil ich hier halt gerade ja so ein etwas ausgeschnitteneres T-Shirt anhabe und dann ist es ja ganz schön, ne, wenn das hier auch noch mal so ein bisschen ineinander übergeht vielleicht. So. Ja, das lasse ich so. Hätte auch einen blauen nehmen können. Einen blauen Lip Liner hatte ich jetzt aber nicht zur Hand. So, jetzt machen wir das Puder weg und jetzt nehme ich ein bisschen Lippenstift und trage mir den Pinsel, habe ich jetzt nicht. Bisschen mit dem Finger, mal versuchen. Aha, nur so im Innenbereich. Ich kann natürlich auch vielleicht ein bisschen das mit dem Lip Liner machen. Ich gehe jetzt noch mal ein bisschen mit bisschen Farbe so über die Lederchen rüber mit dem Lippenstift. Dann wird das noch ein bisschen so verschmierter, rötlicher. Ist das zu viel? Adern? Ich weiß es nicht. Zu viel des Guten? Ich verwische die jetzt wieder so, ne? Ich lasse das mal so. Sonst sieht man die nachher nicht mehr so gut, diese Äderchen, es sollen ja Äderchen bleiben, ne? Das wollte ich noch mal ein bisschen mit dem Lip Liner komme ich besser, ja, in den Innenbereich von den Lippen. Noch so ein bisschen verwischen. Oder muss das ein bisschen höher? Ich will ja nicht zu rote Lippen haben, ne? Nö, das geht so. Upsala. Da fällt mir ja alles aus der Hand. Ja, ich bin so. Mach doch noch mal ein bisschen innen, aber so reicht's. So reicht's. So, jetzt kommen wir zu dem schwarzen Lidschatten. Den haue ich mir jetzt auch noch mal unters Auge, damit das noch ein bisschen dunkler wird. Der hat so Glitzer, den will ich eigentlich nicht nehmen. Ich nehme mal hier einen anderen. So. Damit das noch mal ein bisschen mehr
tun wird. So im Licht. Ja, das gibt noch mal guten Effekt auf jeden Fall. Ist noch mal ein bisschen dunkler, auch richtig schön in den Augeninnenwinkel. Endlich darf ich das mal richtig schön dunkel im Augeninnenwinkel sein. Ja, das gibt noch mal richtig Tiefe, merke ich gerade. Das ist cool. Das ist noch mal echt so eine Verstärkung. Da liegen die Augen noch ein bisschen tiefer, ne? Ja. So. Vielleicht ein bisschen, jetzt nehme ich noch mal schwarzen Eyeliner für die Wasserlinie. Ja. Ich hatte mir extra noch weißen Eyeliner geholt, weil ich mir das hätte auch mit weiß vorstellen können eigentlich. Aber das ist jetzt auch nicht so verkehrt, glaube ich. Mit dem schwarzen. Ich mache es noch mal ein bisschen auch am Wimpernkranz. Wimpern tuschen werde ich nicht. Und dann werde ich das gleich noch mal ein bisschen verreiben. Und ich bin gerade froh, dass die Post durch ist. Ich habe extra so lange gewartet, weil ich in der Tat heute etwas bestellt habe. Also nicht heute bestellt, aber vor einigen Tagen etwas bestellt habe. Und ich wollte mich nicht vorher so schminken und dem armen Postboten dann so die Tür aufmachen. Ich glaube, das hätte der nicht so gut gefunden. Vielleicht hätte er sich ein bisschen erschrocken. So, ich gehe jetzt noch mal ein bisschen mit dem violetten Lidschatten über diese Äderchen rüber. Das hier noch mal so ein bisschen, damit das auch noch mal so ein bisschen fleckiger wird. Ja, ich darf nicht zu doll. Auf der Wange habe ich zu doll gemacht. Jetzt ist es so verwischt, ne? Sieht man nicht mehr diesen Äderchencharakter. Das ist sehr schade. Aber gut. Ich habe es vorher nicht probiert. Das ist das erste Mal. Wie immer, wenn ich hier irgendwas mache, so ist schon besser. Und dann kommen halt auch manchmal Sachen raus, die man dann beim nächsten Mal vielleicht nicht so macht. Das ist noch sehr braun hier, ne? Da kann noch mal ein bisschen Lila rein, glaube ich. Ja, und dann würde ich sagen, also ich würde das jetzt so lassen. Ja, ich würde das jetzt so lassen. Eine Sache noch, weil das bei den Augen ja auch schon so gut kam, werde ich doch noch mal die Zornesfalte ein bisschen dunkler machen mit schwarzem Lidschatten, damit das vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr, ja, so raussticht, ne? Und hier die Falten auch noch mal. So. Mir fehlt Rot. Dieses blutige, das ist mir hier zu wenig. Ist mir zu wenig, aber ja gut, wir können das so lassen. So, so würde ich das lassen. Es soll ja auch nicht wieder zu lang werden, ne? So, und jetzt müssen wir natürlich die Haare so ein bisschen Assi-Style machen.
Zombie-Style natürlich nicht, Assi. So, und? Findet ihr es? Bin ich ein richtig schön hässlicher Zombie geworden? Hättet ihr Angst vor mir? Also ich finde es nicht so verkehrt. Mist, ich bin 40 Sekunden drüber über meine eigene Challenge. Also ich sage. Tschüss.